Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks mit Motality. Wir sind wieder auf dem Testserver und ich hatte euch ja versprochen, wir schauen uns einmal sämtliche HD-Models an, die es hier heute in den Patch geschafft haben. Und ihr seht hier auch gerade, warum im letzten Video zum Testserver diese nicht mehr reingepasst haben. Es sind nämlich wirklich verdammt viele. Aber gut, fangen wir bei den Sowjets an. Der T-28 ist nun auch endlich HD, deswegen werden wir hier einmal drumrum fahren. Das ist der Stockturm, den ich hier gerade drauf habe. Wir sehen hier an der linken Seite auch schön noch einige Zelte oder was auch immer das ist. Rechts ein paar Laufrollen zum Ersatz. Sieht sehr, sehr gut aus, viele Details. Die Su-76, ebenfalls nun HD, aber hier ist nicht allzu viel zu entdecken. Wir können ja mal in den Innenraum gucken. Ja, auch nicht viel da. Interessanterweise hat er hier gerade keine Munition drin. Wenn wir diese jetzt mal auffüllen, mal gucken, was passiert, dann ist sie leider immer noch leer. Sehr schade. Ansonsten geht es weiter mit der Su-122A. Eigentlich fast das gleiche, nur halt als Artillerie. Und auch hier relativ wenig Details. Was ich aber gut finde, hier vorne sind die Lampen. Die gefallen mir richtig gut. Aber auch hier wieder keinerlei Munition drin. Sehr schade. So, weiter geht's mit den Deutschen. Angefangen beim Panzerkampfwagen 35 Tonnen. Und auch hier wieder sehr viele Details. Ihr müsst mal auf die Laufräder achten. Richtig schön durchgezogen. Gefällt mir richtig gut. Man kann jetzt wirklich alles Mögliche an Details hier in diesem Fahrzeug erkennen. Ja, also hier gerade die Ketten gefallen mir richtig, richtig gut, haben Wargaming toll hinbekommen. Weiter geht's mit dem VK1602 Leopard, der Mini-Leo. Und ja, hier ist ebenfalls einiges an Details zu sehen, aber der Leo hat ja schon vorher nicht allzu viel hergegeben. Man sieht halt das Werkzeug an den Seiten, aber ansonsten keine großartigen Details, keine Überraschungen oder sonstiges, aber bei einigen Panzern haben wir hier noch einige neue Überraschungen parat. Kommen wir aber gleich zu. Zuallererst mal der Leopard Prototyp A. Der Stufe 9 Medium der deutschen Bundeswehr. Ebenfalls nun in HD. Leider, leider, leider ohne Nummernschild. Finde ich immer sehr schade. Aber auch hier schön die Details herausgearbeitet, wie die Lampen zum Beispiel. Gefällt mir ja auch bei den anderen Bundeswehrfahrzeugen. Ja, sehr hübsch. Und mit Spiegeln, die leider nicht funktionieren. Aber sie sind da. Gut. Ein deutsches Fahrzeug kann ich euch hier leider nicht zeigen. Das ist der Panzerkampfwagen 2J. Den habe ich nicht, aber auch der ist in HD erstrahlt. Gehen wir weiter zum Panzerjäger 1. Ja, auch hier sehr schön HD-mäßig. Und leider hier fehlt im Innenraum auch ein bisschen was an Details. Zumindest, keine Ahnung. Ich hätte hier vielleicht noch ein paar Crew-Fotos oder so reingepackt, aber gut. Auf jeden Fall ist auch der anfängliche deutsche TD-Baum nun in HD zu bewundern. Mit dem Marder 2 geht's weiter, endlich. Eins der wohl beliebtesten Fahrzeuge in World of Tanks ist nun endlich auch in HD. Auf der linken Seite haben wir hier einiges an Werkzeug. Auch hier wieder sehr viele Details an den Laufrollen. Hinten haben wir noch eine kleine Axt. Und wir werfen nochmal einen Blick in den Innenraum. Auch dieser ist etwas kahl. Aber man sieht hier schön die Einzelheiten der Pack. Weiter geht's mit den Jagdpanzer 4. Und hier haben wir die erste Überraschung. Jagdpanzer 4 hat Seitenschürzen bekommen. Juhu, sieht mittlerweile richtig gut aus. Und ganz interessant an der Sache, auch die Tarnung passt sich daran an. Das können wir uns gleich mal angucken. Ja, wir haben oben hier unser Werkzeug, unsere Laufrollen für den Ersatzbetrieb und wir gucken uns den mal ganz kurz getarnt an. Sieht nämlich fantastisch aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn hier sind die Seitenschürzen voll mit Kratzern und Gebrauchsspuren, also richtig, richtig hübsch gemacht. Klasse. Gefällt mir sehr gut. Also, ihr Freunde da draußen, für den Jagdpanzer 4, es wird hübscher. Weiter geht's. Diesmal ganz, ganz groß, der Jagdtiger ist endlich in HD und das ist nicht der Premium-Jagdtiger 8.8, den gibt es noch nicht in HD, sondern der komplett normale Stufe 9 Jagdtiger der Deutschen. Ja,
Wer das Teil mal in echt gesehen hat, der weiß, was das für ein riesiges Fahrzeug ist. Und jetzt sind alle Details hier auch erkennbar. Schön hier auch die Schweißnähte zu erkennen und so weiter. Richtig schön. Ja, gefällt mir sehr gut. Macht auf jeden Fall einiges her und sieht wuchtiger aus als vorher. Er ist nämlich ein Tick länger geworden. Aber gut, zu guter Letzt bei den Deutschen. Der kleine Sturmpanzer 2 ist nun auch in HD. Eine der Übergangsartillerien. Ja. Auch hier wieder jede Menge Kanister an den Seiten, aber auch hier der Innenraum relativ schmucklos. Gut. Dann würde ich sagen, springen wir mal zu den Amerikanern. Da gibt es nämlich auch einiges Neues. Zuallererst mal der kleine M2 Light Tank ist nun HD, aber das war ja abzusehen. Und hier schön wieder die Laufräder. Also gefällt mir sehr gut. Schönes Teil. Ansonsten haben wir eine der größten Änderungen überhaupt, der T-71. Ja, viele von euch werden ihn nicht wiedererkennen. Der hat sich doch ein klein wenig verändert. Sieht komplett anders aus vom Chassis her als der Nicht-HD T-71. Sehr interessant. Also komplett neuer Unterbau hier. Und der T-110 E5 ist endlich ebenfalls HD, nachdem der E3 und der E4 ja letztens schon HD wurden, hat er es nun endlich auch geschafft. Hat auch gleichzeitig einen Buff gekriegt. Die Panzerung ist nun etwas stärker. Finde ich sehr gut. Fahr den ja gerne. Und auch hier haben wir wieder einiges an Details. Leider hinten wenig zu sehen, denn an den amerikanischen Panzern ist nicht mehr allzu viel dran. So, das war erstmal der E5. Aber auch der E3 wurde gebufft bzw. verändert. Und wir haben jetzt hier wieder eine ordentliche Frontpanzerung von 305 mm. Der dürfte also wieder richtig, richtig Spaß machen für alle, die den E3 jetzt länger nicht gefahren sind, weil er doch ein bisschen komisch war. Er ist wieder da. Ja, und er strahlt natürlich auch in HD. Ansonsten haben wir noch die M41. Diese ist nun auch HD. Allerdings, wie gesagt, Artillerien sieht man hier nicht allzu oft über die Schultern, außer man fährt kurzzeitig 2 Meter vor oder 2 Meter zurück. Ja. Gefällt mir aber auch ganz gut, haben sie sich viel Mühe gegeben, auch wenn man die Artilleriefahrzeuge wahrscheinlich eher selten sieht. Weiter geht's mit den Franzosen, der AL-44 und das hier ist der Stockturm. Ja, die Klohütte ist verschwunden. Wir haben jetzt hier nur noch 2 Türmchen, einmal den Stockturm hier, also kein Klohäuschen mehr auf dem Dach und den 2. Turm, auch der hat sich leicht verändert, ihr seht es vielleicht, der ist hier jetzt im 90 Grad Winkel und ist sehr, sehr eckig geworden. Insgesamt macht der Aal, finde ich, einiges her, also rein vom Unterschied her zum Nicht-HD-Modell hat sich hier wahrscheinlich am meisten verändert. Man sieht jetzt hier schön die Laufrollen, sehr viele Details, sehr viele Kratzer, sehr viele Gebrauchsspuren, gefällt mir richtig gut das Modell. Und auch hinten 2 Lampen. Und insgesamt hat sich so ein bisschen die Form verändert. Alles wurde ein bisschen angepasst an die Zeit, wann dieser Panzer gebaut wurde. Und den Nachfolger haben wir natürlich auch in HD. Das ist hier der französische oder die französische Antwort auf den Tiger 2, der AMX M4. Ja, hat jetzt auch Seitenschürzen für die Laufrollen bekommen. Sieht richtig gut aus. Und ansonsten haben wir hier ganz normal Werkzeug hinten dran an den Seiten und Ersatzketten am Turm. Sehr hübsch. Auch ein einziger Brite hat es geschafft, HD zu werden, der Black Prince. Der Nachfolger vom Churchill ist nun auch in HD zu bewundern und auch hier wieder sehr viel Arbeit in die Ketten und Laufrollen gelegt worden. Richtig gut. An den Seiten haben wir Ersatzketten. Wir können sogar teilweise durch die Panzerung durchgucken. Das gefällt mir auch immer gut. Hier vorne zum Beispiel. Sehr hübsch. Und auch der Turm hat sich leicht verändert. Wir haben jetzt hier unten quasi eine Kieferschürze, um Abpraller in den Crewraum hinein zu verhindern. Ja, gefällt mir gut.
Und ganz zum Schluss, der Typ 59 ist nun auch endlich in HD, ja, darauf freue ich mich ja am meisten. Ja, den finde ich, haben sie auch wieder richtig, richtig gut hingekriegt. Zum Typ 62 hatte ich ja schon gesagt, dass er mir sehr gut gefällt. Jetzt kommt auch der Typ 59 endlich in HD. Und ja, wir haben endlich mal ein Stückchen Holz hinten, das auch nach Holz aussieht. Sehr schick. Gut. Das war es erstmal zu den neuen HD-Models. Wie gesagt, es gab hier einige. Wargaming hat sich richtig, richtig ins Zeug gelegt, um das Spiel hübscher zu machen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut. Bis bald, euer Mu. Tschüss.